Heyo Leute, hier ist wieder euer Fight Club Gaming mit sonnigen Grüßen von der heimatlichen Urlaubsfront. Ich habe gerade so, wie man es halt oft mal so hat, wenn man zum Beispiel irgendwas haben will, so unbedingt, aber man sich im anderen Moment irgendwie schon wieder zu geizig ist. Kurzum, es geht um das am 17. 7. erschienene Ghost of Tsushima. Und ich überlege die ganze Zeit, ich gehe jetzt einfach mal rein, soll ich mir das holen und wir zocken das gemeinsam. Das Spiel ist halt schon mega geil. Haken an der Sache: Das kostet die Edition, die eben mit Vorteilen und allem, mit die Deluxe Edition ist es, glaube ich. Die kommt natürlich mit knackigen 80 Euro daher. Da bekomme ich bestimmte Outfits, Verbesserungspunkte und dies und das. Jetzt habe ich halt so ein bisschen in diesem Zwiespalt. Einerseits bin ich mir dafür zu geizig. Andererseits hätte ich da total Bock drauf. Und ja, jetzt frage ich euch als meine Community, da ich oft versuche mit euch zu interagieren, sorry wegen der Haare, hättet ihr Bock drauf? Schreibt mal das unter das Video in die Kommentare, ob wir das zusammen spielen sollen, weil dann würde ich sagen, wenn ihr sagt, ja, okay, wollen wir, dann ziehe ich los und hol's. Und ja, dann haben wir dann alle unseren Spaß hoffentlich an dem Projekt. Es wird dann aber auch nicht nur Ghost of Tsushima anfangen, sondern auch mein anderes Mini-Geheimprojekt, sagen wir es mal so. Das wird dann auch anfangen. Ich sag nur schon mal so viel. Ich kann euch von dem Geheimprojekt leider nicht den ersten Teil zeigen, weil der, soweit ich weiß und auch informiert bin, nur auf Xbox ist. Und ja, es ist eigentlich schon wieder fast hirnrissig, aber es gibt eigentlich in dem Spiel eine Zusammenfassung, die man sich angucken kann. Wie kam es zu all dem? Aber also wird auch gespoilert aus dem ersten Teil. Und das ist gespoilert, wird dann einfach erklärt, wie kam es dazu, warum macht der Charakter genau das. Ja. Ich wollte es einfach nur gesagt haben. Bitte schreibt mir das wirklich in die Kommentare, weil ich bin einfach mega unentschlossen. Na dann, zeige ich euch noch einmal, ein letztes Mal die sonnige Aussicht. Mega schön, oder? Und den Anblick darf ich jeden Morgen und jetzt noch bis zum 23. genießen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, euer Fight Club Gaming. Ciao, haut rein.